Das wird bestimmt lustig. Links. Links. Und jetzt zweimal rechts, ja? Und dann kommen wir da an. Da bin ich mal gespannt. Rechts und... Aber wo ist jetzt hier rechts? Auch, ist das hier auch rechts hier? Aber das war falsch, ne? Kann das sein? Oder? Warte mal. Also so ist quasi gerade, ne? Also wenn so der Counter ist, da die Uhr. Also probieren wir es nochmal. Also vorwärts. Geht nicht. Und jetzt? Hier ist aber spiegelverkehrt jetzt. Das ist ja doof. Dieses Spiel, das macht mich wahnsinnig. Irgendwas Schlimmes wieder passieren. So, Entschuldigung. Wieso dampfe ich eigentlich so? Entschuldigung. Darf ich das Ganze nochmal neu probieren? Zum Archiv müssen wir, ne? Also, hier lang. Archiv ist jetzt zurück. Oh, ich dachte schon, Alter. Zurück. Archiv ist da lang, oder? Ja, Archiv ist jetzt da lang. Er hatte doch gesagt Archiv, oder? Nach unten? Was heißt nach unten? Ist das hier? Archiv ist hier. Ich gehe jetzt mal Richtung Archiv, ja? Also ich hoffe, es ist richtig. Archiv hier lang. Bin mir natürlich überhaupt nicht sicher. Archiv hier lang. Das war richtig. Finde den Fall deiner Frau. Toll. Ganz schön kalt hier. 29:30, woher soll ich denn wissen? Uff. Wo soll ich denn anfangen? Oh, ich habe ein bisschen Gänsehaut, ne? 7. Ich weiß halt... Falsch. Falsch. Okay, wir sind falsch. Okay. Ja, welchen Weg sind wir denn jetzt gerade gegangen? Ich probiere den mal. Warte mal, wir sind jetzt... Wie kann man sich das am besten merken? Da ist die 29, 18. Das ist auch 18, ne? Wir haben zweimal 18, also 29. 29, 11. Ist gegenüberliegend. Okay, 29... Da ist auch 11, aber 11 machen wir dann so Mitte, ne? Dann gehe ich jetzt erstmal die 29. Falls die Zahlen bleiben, weiß ich ja nicht. Das scheint falsch zu sein, okay. Dann gehen wir den Weg 11 und 1. Das scheint auch falsch zu sein. Aber vielleicht ist falsch ja richtig. Da bleibt auch Licht an, okay. Dann gehen wir den Gang... Okay, das war alles falsch. Ja, dann bleibt er nur noch hier.
Okay, 16:23. Okay, das scheint richtig zu sein. Glaube ich zumindest. Aber ich weiß halt nicht, worauf ich achten muss, ne? Wird mir das angezeigt? 16:21. Hier ist schon wieder 28. Okay, die Zahlen ändern sich tatsächlich. Aber ich hoffe, der setzt nicht zurück. Das ist falsch, ne? Ne, ist richtig. Ich glaube, wir... Can't you see I'm busy? Here is a list of recently arrived patients in front of you. Look for yourself where your wife is. Das ist leer. Nummer 7. Chloe Guild, Intensivstation Nummer 7. Hä, muss ich mich anstellen? Ich will mich aber nicht anstellen. Links zurück, okay. Aber hier ist dunkel. Geh weg, ich will mich nicht anstellen. Hau ab. Aus dem Weg, ich will mich nicht anstellen. Geh weg. Lass mich durch. Also Station 7, ja, sagst du? Durch. Lass mich durch, hier, Mann. Fuck. Können wir irgendwie abkürzen? Oh, müssen wir jetzt echt hier anstehen? Die scheinen, glaube ich, immer... Ja, die gehen immer Schritte weiter ein bisschen. Aber wir können uns nicht vordrängeln. Also diese Schatten, die da stehen, ne? Ich weiß nicht, ihr seht die, glaube ich, auch, ja. Oh Gott, wie lange ist denn die Schlange, bitte? Entschuldigung? Was passiert denn da hinten? Boah, es kommt immer nur einer durch die Tür. Das ist ganz toll. Da müssen wir halt mal warten. Müssen wir mal Geduld mitbringen. Aber noch nicht vorbeischleichen, ne? Bisschen vielleicht. Bisschen vordrängeln. Weißt du, ob das so eine tolle Idee ist? Jetzt haben wir wieder vorgedrängelt. Das ist bestimmt nicht gut, sich vorzudrängeln. Weg da! Da lag ein Blutfleck, ne? Oder? Komm, geh weg, lass mich durch. Bin der Nächste. Kann ich mit dem mit reingehen? So. Ah, sieht aber sehr lecker aus. So, Ruhestation. Ich schuf Station 7. Wo finde ich Station 7? Ah, das sieht ja schon wieder ein bisschen besser aus. So. Aha, hier. Hallo? Hallo? Have you seen my wife here? Her name is Chloe. She must be around here somewhere. Yes, there was one here. But she was transferred to another place. Finde das Kind. You know, I don't have much time left. Would you bring me my son so I can look at him one last time? He's here somewhere in the hospital.
All right. But after that, you're going to tell me where you transferred my wife. Wo soll ich jetzt anfangen zu suchen? Im Abstellraum. Ist bestimmt ganz toll. Hallo, Sohn? Wo ist der Ausgang? Da. Ach, man kann ja sogar Licht anmachen. Da ist ja supi. Ich wusste gar nicht, dass man Licht anmachen kann. Ah, da kann man jetzt auch mal reingucken. Ah, warte mal, das geht doch nicht auf. Wieso ist denn hier überall Licht aus? Wie sieht denn aus, der bei uns sitzt hier? Okay. Diese Geräusche, ne? Die machen es ehrlich gesagt nicht besser. Hallo? Hallo? Entschuldigung, ich bin auf der Suche nach einem Kind. Bist du hier, Kind? Toll, es geht da auch noch weiter. Ich dachte, wir müssen einfach nur hier suchen. Hallo? Gut, im Prinzip sind so verzerrte Stimmen, die halt hier rum existieren, ne? Hier zum Beispiel liegt einer. Da liegt ein Buch. Oh, ein Teddy. Gut. Erste Etage. Ja, der kann ja überall sein. Das ist ja ganz toll. Entbindungsstation. Was? Okay. Sind die Räume jetzt beleuchtet? Oh, Gott sei Dank. Aber wo finde ich den... Bin ich jetzt schon wieder woanders, oder was? Ah, nee. Oder? Ich blicke hier nicht mehr durch. Warte mal. Entbindungsstation hier lang. Ich probiere das mal. Vielleicht komme ich ja dahin. So, Entbindungsstation ist da lang. Oder? Ja. Das sieht aber nicht aus wie eine Entbindungsstation. Wenn ich das mal so sagen darf. Aber die scheint hier lang zu gehen. X-Ray in use. Ist das so? Darf ich mir das angucken? Ach, hier wird also geröntgt, ja? Ah, okay, ich verstehe. Was ist das für ein Krankenhaus? Wieso werden die Wände hier gerade so eklig? Das ist ein ganz merkwürdiges Krankenhaus. Wir laufen richtig, ja. Glaube ich zumindest. Okay, die... Ja, es müsste die Richtung sein hier eigentlich. Ja, das mag nichts Gutes bedeuten, wenn ich das mal so sagen darf. Das, den Sohn sollen wir bringen, ja? Ein letztes Mal, ja, sagt er. Das, lässt mich eher... Das
hinterlässt ganz große Narben bei mir und das erinnert mich ganz stark an Daylight von früher. Gott, war das furchtbar. Das Feuer ist aufgehoben, Baby. So, zurück, ne? Okay, zurück. So. Vorsicht, Baby! Zweite Etage? Ne, wir müssen ja runter, ne? Du kleiner Pups. So, wo müssen wir denn hin? Wir müssen in Station 7, war das, ne? Intensivtherapie. Ist das richtig? Intensivtherapie, war das richtig? Nee, wir müssen doch zurück, oder? Das war doch nicht, warte mal, ich gehe nochmal zurück. So, Etage 2 macht ja eigentlich keinen Sinn, es war ja unten, ne? Noch weiter geht's nicht. So, zurück geht's aber weiter hier lang. Aber was heißt jetzt... Ja, ist doch gut, beruhig dich. Etage... So, warte mal. Ward Nummer 3. 20. 21. Oh Gott. 17. Zurück müssen wir aber in die Richtung. Man hatte auch gerade einmal gesehen, dass die Schilder nachladen, tatsächlich teilweise. 2. 3. Ja, wir kommen der Sache näher. So, wo geht's zurück? Da geht's zurück. Drei. 20. Hä, was ist das für eine Aufteilung? 3, 20, 17. 15. 22. 23. Oder müssen wir zu der Intensivtherapie? Aber wieso hat die Frau eine Intensivtherapie gehabt? Frage ich mich. Nummer 3. Ich gehe jetzt einfach mal Richtung Intensivtherapie. Vielleicht ist das ja richtig, ich weiß es nicht. Entschuldigung, ich habe Baby gestohlen. Lalala. Da lang saß er. Das ist aber... Beautiful baby. Now tell me where my wife is. Der hat mich gesagt, wo die Frau ist. Du Penner! Toll. Und nun? Der soll mir sagen, wo die Frau ist. Wieso sagst du mir das nicht? Ich nehme das Kind wieder weg. Toll. Und jetzt? Wir wissen nicht, wo wir lang müssen, ne? Okay. Where are you going? You can't go in there. That's my wife in there. And you need a certificate from the head of the department. Also certificate from the treating doctor. And pick up your wise things from the store cleaner on duty. A certificate from the vault attendant on duty. I just want to see my wife. Have you collected all the certificates? Von dem... Natürlich müssen wir jetzt zum Leichenschauer. Natürlich, es ist so klar. Have you collected all the certificates? Nein, habe ich nicht gesammelt. Wieso? Achso, ich darf hier nicht rein. Herr Doktor, ich möchte ja mit Ihnen reden. Herr Doktor!
Leiter Abteilung. Entschuldigung. Your wife's discharge is on the table. Take it and go. Okay. Inspizieren? Kann ich das lesen? Have you collected all the certificates? Nein. Herr Doktor? Herr Doktor! Was ist das für ein gruseliges Bild? Wo kriegen wir die anderen Sachen denn her? Hast jetzt hier gesammelt? Have you collected all the certificates? Hab ich. Mach deinen Rechner aus. So. Ich mach gleich Überschwemmung in deinem Klo. Sekretärin. Voll gelangweilt ist die. Have you collected all the certificates? Ja, hab ich. Das war anscheinend schon richtig, aber irgendwie... Was brauche ich denn? Brauche ich noch irgendwas? Herr Doktor, Sie haben mir nicht alle Bescheinigungen gegeben. Ist hier auch ein Lichtschalter? Nein, im Abstellraum ist kein Lichtschalter. Ob eine Münze? Vielleicht wieder? Listen, I've been here all day. My throat is dry. Can you get me something to drink from the vending machine? Vending machine? Ja, komm machen. Ein Vierteldollar. Hier. Thank you. Here are your wise things. Da ist ja eine Kiste. Hier! Have you collected all the certificates? Oh, müssen wir jetzt noch zum Doktor? Nee. Zu wem müssen wir jetzt noch hin? Ich hab alles, Mann! Der hat einen tollen Raum, hat der. Muss ich einfach sagen. Der hat den besten Raum von allen. Aber ja, wo muss ich jetzt hin? Wo ist denn jetzt der... Okay, einer fehlt uns noch, aber wo? Oh, liegen hier nur Sachen? Nee. Hauptsache, das Papier liegt immer noch da bei ihr am Arm. Ja, habe ich. Geh mir nicht auf Eier. Ich weiß nicht, wo ich hin soll. Have you collected all the certificates? Hab ich. Herr Doktor. Herr Doktor, wir müssen reden über Ihre Sekretärin vorne. Wir müssen darüber reden. Definitiv. Das geht so nicht weiter. Da ist ein toller Finger. Muss man einfach so sagen. Ich habe keinen blassen Schimmer, wo wir hin müssen. Have you collected all the certificates? Have you collected all the certificates? 10, 15. Da müssen wir bestimmt hin. Have you collected all the certificates?
Ja, aber wo soll ich was sammeln? Hier ist nichts mehr. Hier ist nur der Doktor, wo wir waren. Hier kommen wir nicht raus. Abstellraum ist, keine Ahnung. Sehe ich nichts. Hier ist auch kein Lichtschalter. Doch, da ist ein Lichtschalter. Ah, da ist ein Pömpel. Hinter der Tür ist der Lichtschalter. Das ist ja ganz toll. Hier ist auch nichts drin. Okay, gut. Dann, warte mal. Cold and Flu, okay. Lager war er am Sitzen. Den können wir nicht mehr anklicken. Der hat auch nichts mehr für uns. Okay. Gut. Ja, ich habe keine Ahnung. Ich bin überfragt. Ja, habe ich gesammelt. Was muss ich machen? Ich klicke alles an, aber irgendwie geht's nicht. Ach da. Ernsthaft? Herr Doktor, ich will mir dann mal die Unterlagen holen, ja? Sitzt er da drauf vielleicht? Entschuldigen Sie, Herr Doktor, ich bräuchte mal... Können Sie mal an eine Seite gehen vielleicht? Sie sitzen auf meinen Unterlagen. Ja, ich glaube, das sind die Unterlagen. So, habe ich jetzt alle. Bitteschön. It seems that all the documents are in order. You can see the wife. Ja, endlich. Wird doch mal Zeit. Meine Güte. Frau, ich komme. Nein, hier. Hä? Ist das richtig? Ich komme, Schatz. Da steht meine Frau. Dann suchen wir mal meine Frau. Meine Frau ist in die Richtung. Ich komme, Schatzi. Ich frage mich, was meine Frau im Krankenhaus hier macht. Das ist gar nicht gut. Also ich weiß nicht, wo ich hier reingeraten bin, aber ich glaube, ich setze mich mal und gucke ein bisschen zu. Macht mich schon ein bisschen geil. Frau, bist du am Klo? Frau? Ist das meine Frau, die da an dem Ding steht? Ist das meine Frau, die da steht? Und wieso wabern die da so ab? Wieso tanzen die? Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das hier richtig ist. Gut, dann gehen wir mal zu den meine Frau. Frau. Hm.
Oh mein Gott, meine Frau ist ein Kühlschrank. Geil. Sie saß da. Oder? Es tut uns leid. Wir haben alles gegeben. Diese Kurzgeschichten sind sehr, sehr spannend, muss ich sagen. Man kann sich selbst über sein Urteil darüber bilden, aber ich finde die ganz interessant. Ich finde die sehr, sehr spannend, muss ich sagen. Was das Ganze mit dem Kühlschrank zu tun hat, weiß ich nicht. Es erinnert mich ein bisschen an ganz alte Zeiten von Control. Der sprechende Kühlschrank, ich darf ihn nicht aus Augen lassen. Ja...